Recht windig war es am Sonntag zum Auftakttraining der HSV. Nicht allzu viel Wind, darum machte allerdings der Verein selbst, daher kaum Zaungäste dabei. Auf unsere Nachfrage stellte Geschäftsführer Gerald Stoffers aber einen gesonderten Termin zur Saisoneröffnung in Aussicht. Es ist da was in Arbeit, lassen wir uns also überraschen. Größere Veränderungen infrastruktureller Art gibt es auch zu vermelden. Sie sehen es, die Evora Arena in einigen Abschnitten eine Baustelle. Neben der Erweiterung der VIP-Lounge steht die Aufstellung der Flutlichtmasten bevor, für die hier riesige Löcher gebuddelt wurden. Kleinere Veränderungen dagegen betreffen den Kader der Hammer Spielvereinigung. Eindeutig positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass 17 Spieler der vergangenen Saison zugesagt haben, das Trikot mit dem weißen Ross auch in der neuen Spielzeit zu tragen. Fast alle, einschließlich der Neuzugänge, knöpfte sich Co-Trainer Alexander Lüggert dann auch gleich mal zu den ersten spielerischen Einheiten vor. Teambuilding nennt man das dann wohl. Es fehlte lediglich Felix Fuchs, auch Nachwuchsspieler Robin Pschibilla nur am Rande dabei. Er unterhielt sich mit dem sportlichen Leiter der HSV, Chinquinho. Immerhin zum Trab reicht es für diese drei. Das sind von links nach rechts Serhat Sefulagün aus der eigenen A-Jugend. Die anderen beiden kennen sie, Manuel Diekmann und Volkan Ekici. Nach der Pleite der sogenannten Mannschaft bei der WM, Fußball Deutschland im Aufbruch, Ordnung muss wieder rein. Uwe Steinmann und Zielinski machte es vor, Physio Ali Hoçak kümmerte sich derweil um die Pflegefälle. Und wie immer lautet das Motto, wichtig ist auf dem Platz, gepflegtes Passspiel auf sommerlichen Rasen, der den Regen herbeisehnt. Mit dem Rücken zu unserer Kamera die Neuzugänge, 4 an der Zahl von außen. 2 stellten sich aus der eigenen Jugend den Pressevertretern zum obligatorischen Foto. Und dann durften auch wir sie bestaunen, diesmal von vorn. Wir heißen willkommen Abwehrspieler Halli Dogan und Angreifer Serhat Sefulagün, unsere Eigengewächse. Dann Kaisuke Ida, Ivan Mandusic, Dennis Klossek und Joel Grodowski. Trainer Sven Hosiak, der mit der HSV jetzt in seine dritte Saison geht, ist es zu verdanken, dass die Zeit der großen Umbrüche nun vorbei ist. Allerdings hat er natürlich auch den Weggang von einigen Leistungsträgern zu bewältigen. Wir gehen in den kommenden Wochen nochmal näher drauf ein und beleuchten dann die entsprechenden Mannschaftsteile. Zurück zu den Neuverpflichtungen. Verträge unterzeichnet haben diese 5. Fangen wir im Tor an. Das ist Ivan Mandusic, 25 Jahre alt, hielt sich zuletzt bei einem Dortmunder Kreisligisten fit und will sich nun wieder für höhere Aufgaben empfehlen. Der 1,97 Meter große Torhüter bringt Erfahrung aus der zweiten bosnischen Liga mit und überzeugte Ende Mai bei einem Sichtungstraining. Mandusic übernimmt die Rückennummer 1 von Christoph Hunnewinkel, der zum SC 08 Münster wechselte. Die Nummer 6 trägt in der nächsten Saison Dennis Klossek. Der erst 22-jährige Klossek ist in Hamm und im defensiven Mittelfeld zu Hause. Klossek kommt vom Landesligisten Werner SC und soll die Ausdauer eines Duracell-Männchens besitzen. Sein ehemaliger Trainer und Ex-HSV Kurtulus Öztürk jedenfalls war von seinem Ehrgeiz und seiner Entwicklung sehr angetan. Wir rücken weiter vor ins offensive Mittelfeld. Nur ein Jahr älter ist Kaisuke Ida. Wie Mandusic konnte auch er beim Sichtungstraining überzeugen. Für den variabel einsetzbaren Japaner spricht seine Dynamik und Technik. Seine letzte Station hatte Ida in der Hessenliga bei Rot-Weiß Frankfurt. Nun sind wir vorne angelangt. Kommen wir zu den Angreifern. Serhat Sefulagün kommt aus dem eigenen Stall. Genauer gesagt aus dem frisch gebackenen A-Junioren-Landesligameisterteam von Trainer Svetislav Babic. Der 18-jährige Türke zeigte sich während der Meisterschaft absolut zielsicher und brachte es auf 23 Tore. Wir dürfen gespannt sein, wie er sich entwickelt und wünschen ihm natürlich alles Gute. Alles Gute ist auch Joel Grodowski zu wünschen. Das hatte der 20-Jährige in seiner jungen Karriere durchaus nicht immer. 94 Tore in 2 Spielzeiten bei seinem Heimatverein PSV Borg weckten Begehrlichkeiten. Ein Rückenleiden verbaute ihm allerdings den Weg zu Borussia Dortmund. In Hamms englischer Partnerstadt bekam er dennoch einen Profivertrag. Er unterschrieb beim Drittligisten Bradford City. Das Angebot einer Vertragsverlängerung aber schlug er aus. Es zog ihn wieder in die westfälische Heimat. Grodowski wohnt in Selm. Für Hamm geht er von nun an auf Torejagd. Willkommen also zu Hause. Und damit sind wir durch, liebe Zuschauer. Das waren die ersten Eindrücke vom Auftakttraining. Alles Weitere und Aktuelle zur Vorbereitung unserer Mannschaft finden Sie auf unserer Homepage, der Facebook-Seite oder in der HSV-App, die Sie im Google Store herunterladen können. So verpassen Sie nichts. Bleiben Sie gesund. Bis bald.